Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum fünften Uras Wi-Fi Kampf, der zweite Kampf mit unserem Rarely Used Team. Nachdem wir beim letzten Mal etwas, Achtung Spoiler, unglücklich verloren haben, geht es heute mit einem Kampf gegen Yannick los. Den lieben Original Bache, nehme ich an, wird da ausgesprochen. Das Team ist dasselbe wie vom letzten Mal, deswegen werde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Und dann schauen wir mal, was er uns entgegenzusetzen hat. Übrigens wieder dieser lustige Fehler, womit er mir als Passant angezeigt wird, obwohl er in meiner Freundesliste ist. Irgendwann kriegen wir das nochmal hin, Nintendo. Irgendwann. So, Kampf beginnen. Wir nehmen die Kampfbox-Pokémon, denn in meinem Team befinden sich momentan ein Fiaro und 5 Emolgas. Und ich glaube nicht, dass wir mit 5 Level 1 Emolgas kämpfen wollen. Scheint mir etwas unpraktisch. Bitte warte einen Augenblick, bis die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Wähle die Pokémon, die teilnehmen sollen. So, Wir haben Seedra King, wir haben Flygon, wir haben Hutsasa, wir haben Blitzer, wir haben das Feuer, Kamel-Dromedar-Ding und wir haben Golbat. Ist Seedra King tatsächlich... Are you? Ich meine, es macht sicher... Aber are you? Es ist Borderline 2, aber wir lassen es mal durchgehen. Wir wollen mal nicht ganz so pingelig sein, ne? Okay, dann liegen wir mit... Wir liegen mit Zablarang. Oh, nein, ich brich. Hallo, Vulnona, du warst laut. Wir liegen mit Zablarang. Und da können wir immer noch Chance reinschicken. Ach, Flygon, hättest du bloß eine Mega-Entwicklung bekommen. Die hätte dir schon gut getan. So, Yannick will mit dir kämpfen. Mal schauen. Er leadet mit dem Dromedar. Aber wir sind speziell defensiv, deswegen habe ich davor nicht viel Angst. Also mit einer Weste halt. Wir schauen mal, wie viel Schaden Gigasauger macht. Denn das trifft neutral. Ich bin mir jetzt, ich kenne zwar die Stats nicht genau, aber wir werden mal sehen, wie viel damit wir damit ausrichten können. Ich habe vergessen, von seinem Team einen Screenshot zu machen. Okay, wir wissen, er hat Golbat. Er hat Flygon. Er hat Seedra King. Er hat Kamerupt. Und die letzten beiden habe ich vergessen. Aber das werden wir dann schon noch erfahren. So drehen wir die Schwierigkeitskarte noch ein bisschen hoch. Aber wenn ich jetzt einen Blitzer. Er mega entwickelt, bleibt drinne, okay. Und Hutsasa hat er. Aha. Okay, der Gigasauger macht wenig Schaden. Er geht einfach die Tarnsteine. Aber ganz ehrlich. Wir können hier nicht viel machen mit Vulnona. Also bleiben wir einfach drin und gehen nochmal auf den Gigasauger. Schauen wir, was er macht. Dann könnten wir Vulnona reinschicken. Er könnte mir nicht viel Schaden machen. Vielleicht mit Erdkräfte, aber selbst da denke ich nicht, dass es allzu gefährlich wird. Es wird ein Five-Hit-KO. Hitzewelle. Okay, das macht mehr Schaden, als ich gedacht habe. Gut, wechseln wir an Ari, unser Vulnona. Ich weiß gar nicht genau, was für eine Fähigkeit mit Ega Kamerupt hat. Du hast nicht Feuerfänger, oder? Ruhe Gewalt. Oh, okay.
Okay, das macht natürlich schon so ein bisschen mehr Sinn. Ich hoffe einfach mal, er geht hier direkt wieder auf die Hitzewelle. Ah, die Tarnsteine machen natürlich Schaden. Er macht hier einen Switch. In Pustepilz. Okay. Meinetwegen. Ja, wir könnten hier jetzt die Spore predikten. Und in Crossbow wechseln, aber Crossbow könnte auch nicht allzu viel machen, denke ich. Also für den Fall, dass er in was anderes wechselt. Wir gehen einfach aufs Ehrlicht. Hier haben wir vielleicht noch ein bisschen Residual Damage, wenn wir damit treffen. Von daher wäre das auch nicht schlecht. Er wechselt hier wieder aus. Und zwar wechselt er in Sheldon. Sheldon ist das Seedrachen. Wir treffen mit dem Ehrlich, das ist gut. Auch wenn er höchstwahrscheinlich speziell ist, meinetwegen. So, dann würde ich ganz gerne mal testen, wie viel Schaden Bürde macht. Ich weiß nicht, was für ein Set er spielt, das ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Aber ich glaube, Seedrachen spielt man allgemein speziell. Ich glaube, ist das nicht mit dieses Energiefokus und dann Surfer, Eisstrahl und Regometeor-Set oder so? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sollte ich mir auch mal eins züchten. Seedrachen ist nämlich eigentlich ein echt cooles Pokémon. Kaskado, er ist also physisch. Aber er ist verbrannt. Macht uns trotzdem mehr Schaden, als mir lieb ist. So, wie viel Schaden machen wir mit Bürde? Das ist okay. Das ist jetzt nicht so viel. Könnte besser sein, aber es ist in Ordnung. Okay. Ja, in dem Voluna-Set muss ich auf jeden Fall noch arbeiten. Ich predikte mal. Ich predikte mal, dass er noch auf noch eine Kaskade geht. Und gehe in Crossbow. Ja, er geht wieder auf eine Kaskade, das ist in Ordnung. Denn ja, es ist nicht sehr effektiv. Er ist geburnt. So, und jetzt ist die Frage, in was er wechselt. Vermutlich in Hutsasa. Oder in Flygon. Ich gehe einfach mal auf eine Steinkante. Vielleicht entscheidet er sich auch drinnen zu bleiben und es zu opfern. Was ehrlich gesagt schon Sinn machen würde, es sei denn, er will sich für später aufbewahren. Ein geburntes. Vielleicht noch als Death Order oder so. Ja, er schickt wieder den Pustepilz rein. Schauen wir, wie viel Schaden wir mit der Steinkante machen. Die connected. Und macht 0 Damage. Das Problem ist bloß, er könnte jetzt easy mit einer Giftattacke draufhauen. Weshalb wir. In Zapdarang wechseln. Ja, doch, wir wechseln in Zapdarang. So, mit Zapdarang könnten wir den Flammenwurf benutzen. Falls das predicted und auf die Pilzspure geht, dann nicht schlecht. Gigasauger, dann hätte ich sogar auf Geralt gehen können, wie ich es ursprünglich wollte. Okay, wir bleiben einfach drinne. Gehen auf den Flammenwurf, was soll's. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Schaden gegen den Pustepilz. Ich hasse das Ding auch so sehr. Ich verstehe immer noch nicht, warum es im Ayu ist. Wenn es schon nicht genug gespielt wird, um ins Yu-Yu zu kommen, dann könnte es ehrlich gesagt schon ins BL2 kommen. Ich finde, das hätte es schon verdient. Einfach aufgrund der Fähigkeit. Ich meine, der Typ ist defensiv okay. Er ist nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Aber
Fähigkeit ist einfach unglaublich gut auf einem tankigen Mon. Wie zum Beispiel auf Lashoking, weswegen es auch im Juju ist. Wie ich ja gelernt habe. Na, was machst du? Ein Wurzel wäre natürlich auch möglich gewesen, aber dann verrecken wir, sobald wir das nächste Mal reinwechseln. Der könnte einfach in eins von seinen Boden-Pokémon gehen. Oder in seinen Blitzer. Also er hat drei Pokémon, die Elektro-Attacken abfangen können. Er hat zwei Pokémon, die schwach sind gegen Drache, zwei, die schwach sind gegen Eis. Drei, die schwach sind gegen Eis. Ich glaube, ich habe nicht mal ein Eis-Pokémon dabei. Okay, geht wieder in Sheldon? Er dürfte schneller sein als wir. Vielleicht nicht, vielleicht können wir mit dem Gigasauger durchkommen. Aber das würde mich sehr wundern. Das würde mich sehr, sehr wundern, wenn ich mit dem Gigasauger durchkommen würde. Na, was machst du? Überlegst du noch? Guckst du dir Speed-Tiers an? Ja, er ist schneller als wir. War ziemlich offensichtlich und das werden wir nicht überleben. Auch nicht, wenn er geburnt ist. Was wir jetzt aber ziemlich easy machen können. Ist, wir können wechseln. In Gigalift. Denn auch wenn seine Angriffe sehr effektiv sind, ist er wie gesagt geburnt und wir sind voll physisch defensiv ausgelegt. Was bedeutet, dass er uns nichts anhaben kann. Denke ich zumindest, hoffe ich zumindest. Ja, es waren immer noch mehr, als ich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Aber es war nicht viel. Wir können jetzt die Tarnsteine rauslegen. Er kriegt nochmal den Burn-Schaden ab. Und wir gehen hier jetzt aufs Erdbeben. Ich will gerade, würde noch eine Kaskade uns auf unter die Hälfte unserer HP bringen? Ich glaube ja. Ich glaube noch eine Kaskade würde uns unter die Hälfte bringen. Das darf er von daher gerne machen. Er darf jetzt gerne mit einer Kaskade raufgehen und dann seinen Hutsasau oder seinen Golbat wechseln. Damit hätte ich gar kein Problem. Aber er scheint auch zu überlegen, was er jetzt am besten macht. Rauswechseln kann er nicht, wenn er, ich glaube, obwohl er würde noch einmal Tarnstein überleben. Aber dann würde er, glaube ich, an der Verbrennung sterben, von daher lohnt es sich nicht wirklich rauszuwechseln. Ich liebe das Design von Gigalith. Ich liebe es einfach. Oder Brokkoloss, wie er im Deutschen heißt. Er wechselt tatsächlich aus. Und geht in den Pustepilz. Will mich vermutlich Gigasaugen. Ich frage, überleben wir einen Gigasauger? Ich will jetzt nicht kalken. Ja, komm, einen überleben wir. Einen überleben wir, jawohl. I believe. Ah, er geht auf die Pilzspure. Okay. Gut, meinetwegen. Ich will hier jetzt nichts riskieren. Gott, dieses Ding ist so ein dummes Pokémon. Wechseln wir in Romanov. Denn seine Angriffe dürfen uns nicht viel anhaben. mehr als ich mir lieb ist, wollte ich sagen.
Aber wir haben hier jetzt im Grunde ein Free Knockoff. Das Match sieht nicht gut aus für uns, ich werde nicht lügen. Es sieht nicht besonders gut aus, aber verloren haben wir noch lange nicht. Es könnte sein, dass er jetzt Cedric reinschickt, um es zu opfern. Goldberg wäre mir ehrlich gesagt am liebsten. Goldberg reinzuschicken wäre schon echt gut von ihm. Dann wäre ich nämlich das Evoli direkt los. Aber er bleibt drinne. Verliert das Gift-Ding, der die das Giftschleim. So, jetzt muss ich aber einmal gucken. Bei Hutsasa. Hutsasa. Gift ist neutraler Schaden. Dann gehen wir mit dem Gifthieb drauf. Er wechselt aus. Und geht in Mosaik. Okay. Vermutlich sein Scarfer? Dann opfern wir Ari in dem Fall. Opfern wir Ari. Was soll's. Mir fehlt halt echt ein speziell offensives Pokémon, fällt mir gerade auf. Vor allem fehlen mir Eis- und Psycho-Attacken, das ist viel schlimmer. Holen wir Roman auf unser Piondragi zurück und schicken stattdessen Ari rein, was soll's. Kehrtwende! Macht auch Sinn, ja. Killt uns aber nicht. Dafür, was auch immer er jetzt reinschickt. Was auch immer er jetzt reinschickt, dürfte uns ziemlich sicher rausnehmen. Imperator, das Blitzer. Choice Specs würde ich raten wollen, da er keinen Luftballon trägt. Und wir gehen einfach mal auf den Flammenwurf. Er ist schneller als wir, geht auf den Donnerblitz. War zu erwarten. So, haben wir jetzt... Wir hätten Jared. Nur kann Jared zwei Angriffe von einem Blitzer tanken. Das sind einmal Durant und Jolteon. Ein Thunderbolt könnte sogar ausreichen, um uns zu one-shotten. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber er ruft es zurück, okay. Also ein Live-Orb Jolteon reicht, um uns zu one-shotten. Er schickt hier Mosaik rein. Und... Ich weiß, du hast die Fähigkeit, aber du könntest trotzdem ruhig mal treffen. Hast du den Feuerschlag? Ich hoffe, du U-turnst. Ich hoffe, du U-turnst einfach und prediktest, dass wir switchen. Er geht auf Erdbeben. Stecken wir weg. Und wir treffen den Eisenschädel. Das dürfte ausreichen. Ja. Okay, dann sehen wir schon mal das Flygon los.
Vielleicht sollte ich unter Medikamenteneinfluss kein Pokémon spielen. Ich spiele gar nicht besonders gut. Na, er kann jetzt natürlich wieder frei in seinen Blitzer gehen. Wir gehen einfach nochmal auf den Eisenschädel. Das Problem ist, dass unser einziges Pokémon, das wirklich was gegen Blitzer machen konnte, schon weg ist. Nämlich unser Zapplaran. Er kann auf den Donnerblitz gehen. Der, solange er ein Life Orb oder ein Choice Bax hat, sogar ausgereicht hätte, um uns zu one-shotten. Mit was anderem hätte er damit eine 43%ige Chance, uns zu one-shotten. So, und ich hoffe einfach mal, dass er in der Attacke gelockt ist. Und wir jetzt einfach mit einer Steinkante draufhauen können. Denn ansonsten kann es sehr gut sein, dass er die Hidden Power Eis hat und die könnte uns wehtun. Na, was hast du? Was hast du noch für uns? Er wechselt hier wieder aus und geht vermutlich wieder in den Pilz, ja. Und wir haben einfach keinen Counter gegen den. Die Steinkante connected aber, komm schon, Crit. Natürlich kein Crit. Gut, wir bleiben drinne. Wie viel Schaden machen wir mit einem Virizion gegen ein Kutsasa? Das heißt auf Englisch. Das heißt auf Englisch Amoongus. Genau. Gegen ein Amoongus. 20%. Ja, dann haben wir nicht wirklich eine andere Wahl, als wieder in Romanov zu gehen. Und ich gehe zu diesem Zeitpunkt nicht mehr davon aus, dass wir eine Chance haben zu gewinnen. Ich möchte einfach nur nicht so hoch verlieren. Ich hoffe, er geht hier in Kamerupt, denn ich gehe auf den Nassschweif. Er ruft ihn immerhin zurück. Vielleicht rechnet er hier mit der Giftattacke von uns. Und schickt Sheldon rein. Der Nassschweif connected. Aber wird uns leider nicht allzu viel bringen. Aber wir haben noch eins von seinen Pokémon rausgenommen. Auch wenn er es ja immer noch als Death Order benutzt hat. Und ich denke, jetzt könnt ihr mit Blitzer und Hidden Power Ice das Game beenden. Brauchst du jetzt alles drauf. Wir bleiben einfach drinne. Gehen auf den Gift-Heap. Und ich denke, dass mein Akku fast leer ist. Ja. Killt uns hier mit dem Volt-Wechsel, okay. Ich meine, macht keinen Unterschied mehr, aber so gibt uns die Switch Initiative. Das Match hätte auf jeden Fall besser laufen können. Ich habe in diesem Team keine Eisattacke, keine Psycho-Attacke und keinen Spinner oder Defogger. Cryogonal, weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. Frigometri? Frigometri wäre, glaube ich, keine schlechte Wahl gewesen. Egal, ich weiß, wie wir das noch gewinnen können. Du wachst jetzt auf, Gigalift. Ich glaube nicht, du wachst jetzt auf. Du wachst jetzt auf. Du übernimmst den Angriff und dann wachst du auf. Du wachst jetzt auf. Du wachst jetzt auf. Wieso bist du nicht aufgewacht? Aber wir haben noch eine Runde. Du wachst jetzt auf. Du wachst jetzt auf. Du enttäuscht mich.
Ich wollte so gerne meine Explosion benutzen. Oh. Gut, dann beenden wir das Leiden jetzt ein bisschen schneller und sperren einfach Nahkampf. Es war nicht viel Damage. Mm-mm. Achso, ist eine Giftattacke, ich wollte gerade sagen. Ich habe es mit Dunkelnebel verwechselt. GG! Ja, war kein gutes Match von mir. Ich werde auch heute nicht mehr den dritten Kampf aufnehmen, denn... ich fürchte, das würde heute nicht besonders gut laufen. Gut, ich bedanke mich trotzdem für das Match. Ja, ich habe ein paar ziemlich offensichtliche Schwächen in dem Team. Ich finde es ja immer schön, wie bei so einem Spiel, wenn du verlierst, einfach die Musik am Ende abschneidet. Einfach so, ja, du hast verkackt. Fick dich. Ja, ich speichere den Kampf. Und dann, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö tschö.